Also mein Traum ist, dass das digitale Haus tatsächlich sowas wie das digitale Wohnzimmer unserer Stadt werden wird. Also ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, sozusagen wie zwischen Wohnung und Arbeit, tatsächlich als Bürgerinnen und Bürger. Und all die Bildungs- und Informationsangebote, die wir in unserer Stadt haben, frei verfügbar vorfinden können. Und das auf dem technologischen Stand, der dann vielleicht sogar nicht nur der Stand der Gegenwart ist, sondern schon ein bisschen die Zukunft weist, weil es wirklich ein Ort ist, an dem Menschen miteinander ausprobieren, wie wir digitale Techniken nutzen können, um als Gesellschaft besser miteinander zusammenzuleben. Hamburg braucht einen Zukunftsort, wo wir die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung erleben, erlernen und auch mitentwickeln können. Einen Ort zu finden, wo ich dazu eingeladen, dazu ermutigt und sozusagen auch damit hineingenommen werde. Das ist für mich die Vision des Hauses der digitalen Welt. Wenn ich an das Haus der digitalen Welt denke, dann denke ich an einen Ort, den viele Menschen in der Stadt besuchen wollen, an dem sie sich treffen, wo sie Dinge miteinander unternehmen, wo sie Neues lernen und dann anderen von diesem Ort erzählen, wiederkommen und die anderen mitbringen. Meine Hoffnung vom Haus der digitalen Welt ist, dass es ein offenes Haus ist, was von wirklich allen Menschen in Hamburg auch genutzt wird. Mein Traum für ein Haus der digitalen Welt ist, dass es in Hamburg in der Innenstadt ist. Ich bin Frauke Unti, Direktorin der Bücherhallen. Die Bücherhallen sind natürlich auch ein sozialer Ort. Man kann sich hier treffen und FIFA spielen. Man kann sich bei Formularen helfen. Man kann auch einfach nur gemeinsam einen Kaffee trinken. Und das sind alles Dinge, die man in diesem neuen Haus natürlich auch tun kann. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir jetzt schon mit sehr vielen Kooperationspartnern sehr gut zusammenarbeiten, viele, viele unterschiedliche Dinge hier in diesem Haus präsentieren können, dann stellen Sie sich vor, was passiert, wenn wir mit diesen Partnern in einem Haus gemeinsam wohnen. Tür an Tür. Ein Umzug in das Haus der digitalen Welt wäre für uns eine Chance, weil wir dort viel mehr Menschen zeigen können, was wir alles anbieten und wie wir von ganz grundlegenden und basalen Dingen wie Leseförderung, Bilderbuchkino, Kamishibai hin zu Robotik-Workshops und anderen Dingen viele überraschende, unterhaltsame und sehr interessante Formate bieten können. Für Kinder, Erwachsene, Hochbetagte. Mein Name ist Uwe Grieger, ich leite die Hamburger Volkshochschule. Das ist die größte Weiterbildungseinrichtung in Hamburg mit über 200.000 Unterrichtseinheiten und 100.000 Teilnehmenden pro Jahr. Unser Auftrag ist Bildung für alle. Die Hamburger Volkshochschule ist mitten im Herzen der Stadt, aber auch in allen Regionen vertreten. Mit unseren Bildungsangeboten schaffen wir Teilhabemöglichkeiten für alle Hamburgerinnen und Hamburger. Die VHS ist ein demokratischer Ort, wo sich alle Bürgerinnen und Bürger auf Augenhöhe begegnen, wo es egal ist, woher sie kommen, welches Einkommen sie haben, was für einen Bildungshintergrund sie haben. Das Tolle an dem Haus der digitalen Welt wird sein, es ist offen für alle. Und diese Vielfalt an Interesse und Bildung soll dieses Haus auch abbilden. Die Chance für die VHS besteht darin, dass sie ein großes, attraktives, aktuelles Angebot hat und sie hier in zentraler Lage in Kombination mit anderen Angeboten offerieren kann. Eine große Chance für das Jetzt sehen wir in dem Haus der digitalen Welt, in dem Zusammenführen von Zielgruppen mit gemeinsamen Interessen und gemeinsamen Lernbedarfen, um an Medienprojekten zu arbeiten. Und das wird, glauben wir, allen Zielgruppen helfen und natürlich auch den Jugendlichen und Kindern, mit denen wir im Medienkontext arbeiten, die Chance ermöglichen, mit Älteren zusammen gemeinsam zu lernen, gemeinsame Projekte zu entwickeln und sich medienpädagogisch weiterzuentwickeln und medienpädagogisch zu bilden. Und wir hoffen uns Synergieeffekte natürlich auch mit den anderen Trägern, die dort dann vor Ort sind, um gemeinsam Projekte zu entwickeln.
wenn wir es gut machen, dann gelingt es uns mit dem Haus der digitalen Welt insofern einen Gewinn für die Stadt zu organisieren, als dass wir einen Ort schaffen, der wirklich frei zugänglich und frei verfügbar ist. Wir stellen fest, dass das, was man so öffentliche Räume, öffentliche Orte in Städten nennt, dass das immer weniger selbstverständlich der Fall ist und dass wir als Gesellschaften uns darum kümmern müssen, solche Orte zu schaffen. Wir, das sind Menschen aus dem Fachbereich Informatik an der Uni Hamburg, würden uns sicherlich freuen, im Haus der digitalen Welt ganz konkrete Projekte mit einzubringen. Ein Beispiel ist, dass wir im Moment mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen die Chancen und Möglichkeiten der sogenannten generativen künstlichen Intelligenz, also so etwas wie ChatGPT und ganz viele andere Werkzeuge ausloten. Wir laden ein, das gemeinsam zu entdecken in einem Format, das wir Promptathon nennen und wo Menschen auf kurze Zeit zusammenkommen, gemeinsam Aufgaben mit generativer KI erledigen und dabei gleichzeitig natürlich auch die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen solcher Systeme kennenlernen. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie wir uns gemeinsam solche neuen Chancen aneignen können. Ganz generell habe ich aber die Hoffnung, dass es eben auch eine Einladung ist, das Haus der digitalen Welt an alle Hamburger Hochschulen sich einzubringen mit ihren spannenden Forschungsprojekten rund um das Digitale, sodass man da eben auch immer ein bisschen mit dabei ist als Bürgerin oder Bürger, um sozusagen in den Forschungsprozess direkt mit einzusteigen. Ich heiße Elke Pall-Weber. Ich bin Universitätsprofessorin, bin Stadtplanerin und in Hamburg habe ich gerade die Ehre, Innenstadtkoordinatorin zu sein. Wir können über gesellschaftliche Zusammenhänge nicht nachdenken, wenn wir nicht auch den Ort im Blick haben. Und für mich als Stadtplanerin, wir brauchen eigentlich den Social Turn, um den dritten Ort zu etwas zu machen, an dem gesellschaftliche Belange und die Belange des physischen Ortes miteinander zusammenkommen. Also natürlich gibt es überall auf der Welt, und das gucken wir uns ja auch an, und da waren die Kolleginnen und Kollegen auch schon an vielen Orten, gerade Bemühungen, diese dritten Orte, wie man sie ja auch im Fachdiskurs nennt, neu zu entwickeln. Also eben diese Orte zwischen Arbeiten und Privatheit. Und da gibt es tolle Modelle, wie man insbesondere Bibliotheken neu denken kann. Ich glaube schon, dass das Haus der digitalen Welt noch mal was ganz Besonderes und Eigenständiges wird. Wir gucken uns natürlich an, was die anderen machen. Davon kann man auch lernen. Aber dieser Fokus eben nicht nur zu sagen, ich baue hier eine Stadtteilbibliothek neu oder ich denke da eine Schule anders oder ich denke hier einen Universitätscampus anders, sondern wirklich zu sagen, ich schaffe einen Ort, der diese verschiedenen Optionen zusammenbringt, aber nicht, um sie nur zu addieren, sondern um daraus was Neues entstehen zu lassen. Das ist wirklich ein einmaliges Modell weltweit. Und wir hoffen schon, dass wir ein Stück weit auch vormachen können. Hier geht es wirklich darum, offene Flächen zu schaffen, auf denen man miteinander Neues entwickeln kann. Und das auch ein Ort ist, der nicht abgeschlossen ist mit der jetzigen Partnerstruktur. Und insofern ist das eine Einladung an alle mitzumachen, uns zu sagen, was ihre Erwartungen sind und dann gemeinsam mit uns dort einen Ort entstehen zu lassen, der ja erst dadurch etwas wird, dass Menschen kommen und dort etwas machen. Und die Menschen, die dort etwas machen sollen, von vornherein daran zu beteiligen, ist unser Ziel.